Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start am Samstag oder Dienstag. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wahnsinnig ich mich auf dieses Video gerade freue. Wir machen heute unser nächstes 6-Sterne-Monster. Ich habe ja letzte Folge davon gesprochen. Ich war sehr fleißig mit dem Farmen. Vorher machen wir kurz den Wunsch. Vielleicht haben wir Glück. Es gibt sogar ein neues Update. Es gibt ein neues kleines Mini-Event. Die Aufgaben habe ich schon erledigt. Da können wir ganz kurz reingucken. Und ich muss euch was dringend bei... Wow. Ich muss euch dringend was bei den Dungeons zeigen. Also als erstes dieses Update. Oben links sind jetzt so Mitteilungen. Und rechts steht jetzt dieser Event-Button. Das ist... Ich find's cool. Es ist sehr angenehm. Da. Sommerrückerstattungsevent. Das ist sehr nice. Also das gab's... Ich glaube, das gab's letzten Monat auch. Ich weiß nicht, ob es das jetzt jeden Monat gibt. Dass man, wenn man 50 Energie verbraucht, bekommt man 50 Energie. Wenn man 30.000 Mana-Steine verbraucht, bekommt man 30.000 Mana-Steine. Wenn man 20 unbekannte Schriftrollen findet, bekommt man 15 Kristalle. Wenn ihr das bis zum Ende durchmacht, dann bekommt ihr insgesamt 2 mystische Schriftrollen. Ist immer sehr nice, weil egal, man muss gar nichts machen. Das bekommt man automatisch hin. Vielleicht Leute, die weniger spielen, haben Probleme mit den unbekannten Schriftrollen, aber wie oft ich die bekomme. Egal, hier, schaut euch das an. Ich habe gestern Abend, bevor ich schlafen wollte, habe ich geguckt. Gehst du nochmal rein, habe ich so überlegt und dann 10 Energie hatte ich übrig. Okay, klickst du mal drauf. Ich war so im Halbschlaf und habe einfach auf UG8 gedrückt. Ich habe es nicht gecheckt und dann am Ende so geschafft und ich so, was, wieso bekomme ich eine Abschlussbelohnung? Ich habe gestern UG8 einfach geschafft und dann habe ich direkt gedacht, heute Morgen versuchst du mal UG9, aber nein, UG9 schaffe ich noch nicht, aber ich bin schon wahnsinnig froh, dass ich UG8 schaffe. Das ist schon ein wahnsinniger Fortschritt für mich, muss ich sagen. UG9 dauert noch, UG10 auch noch, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Vor allem mit unserer Gilde, es läuft sehr gut. Wir sind jetzt in 20 vs 20 und haben ziemlich viele... Ich glaube, wir haben alle Kämpfe bis auf einen gewonnen. Wir haben unsere Def rausgesetzt. Fragt mich nicht, wieso. Das ist... wir wollen da was testen. Und an alle Leute, die jetzt in meiner Gilde sind und das hören und noch nicht in unserer Gruppe sind, bitte kommt in unsere Line-Gruppe. Das ist eine App für Android und iOS und die ist gratis und das dauert nur 5 Minuten, dann seid ihr in unserer Gruppe drin, also bitte kommt da rein, das ist sehr wichtig, da sprechen wir uns ab und es ist eigentlich ziemlich lustig, uns fehlen noch Story, Vegeta und Fire Warrior, bitte, und Diego, ihr müsst, und Bavao, seit 2 Tagen nicht online, oh Gott, ihr müsst dringend reinkommen, bitte. Bitte, das ist nur positiv. Egal, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema vom Video. Ich habe sehr viel gefarmt. An meinen Runen hat sich noch nichts verändert. Also wenn ihr jetzt mich besucht und dann guckt, der hat ja noch immer so Schrottrunen. Das kommt. Ich habe jetzt 183, die werde ich jetzt in den nächsten Tagen verteilen. Es ist ja auch bald gratis Runen... Wie nennt man das? Runenentfernung, gratis Runenentfernung. Ist ja bald, deswegen dann gucke ich mal, wie ich hin und her switche. Schaut euch das an. Ich habe 1, 2, 3, 4 Regenbogenmons, 5 Sterne und Lukia wird heute gegessen. Oh Gott, es tut mir leid. Und dann habe ich hier hinten einfach alles gelevelt, was ich habe und so viel ausgegeben. Ich hatte es noch nie. Ich habe alle Regenbogenmons verballert, die hatte ich noch nie, also es ist mir noch nie passiert, ich war noch nie so schnell. Ich habe 2-Sterne-Monster gelevelt, damit ich genug Futter für meine 3-Sterne-Monster, ich war zum ersten Mal im Farm-Modus, muss ich euch irgendwann mal zeigen. Und hier sind jetzt fast alle Regenbogenmons raus, nur noch 1, 2, 3, 4, dann sind da, die Monster, die da gerade drin sind, das sind alles Monster für die Fusion. Hierfür. Aber, bevor wir, ich habe es bestimmt schon im Titel gelesen, bevor wir unsere Bella zu einem 6-Sterne-Monster machen, werden wir ein paar Schriftrollen öffnen. Es ist lange her und ich habe ein paar gesammelt, deswegen wird es Zeit, dass wir nochmal, vielleicht ist ja was Gutes dabei.
Ich mache auch bald ein Video, in dem ich euch vorstelle, welche Monster ich mir unbedingt wünsche, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber ich sag euch dann, ich stelle euch dann meine Lieblingsmonster mal vor. Und an dieser Stelle nochmal ganz kurz gesagt, vielen, vielen Dank für die, für das, wie nennt man das? Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Für das. Wie sagt man das? Für euer. Oh Gott, ich wollte mich einfach nur bedanken für euer Feedback. Ja, genau. Unter dem letzten Video, dass ich so motiviert war, also dass das jetzt sich um 180 Grad gewendet hat, dass das euch auch so viel Freude macht. Das macht mir noch mehr Freude. Das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Und ja, wir sind hier und es geht nach vorne und das freut mich. Also bevor wir unsere. Und ihr seid auch damit einverstanden, ihr sagt, Bella kann überall immer nur helfen. Bevor ich mich um Bella kümmere, werden wir dann die Schriftrollen öffnen. Mal gucken, ist hier eine gute. Was für eine Rune. Die sind eigentlich total schlecht. Habe ich da eine? Ja, ich weiß nicht, ob ich die entfernen soll. Oder hier die. Ich glaube, die hole ich mal raus. Und so. Ich weiß, dass es in, ich glaube, in heute Abend ist das gratis, aber ist sie wirklich gut? Fatal? Ich hab die lieber mal. Da ist Crit-Schaden, HP und Res. Die Substats sind eigentlich total schlecht. Total schlecht. Ich hole die mir trotzdem raus, weil ich ja nicht weiß, was ich gebrauchen kann. Ich habe sowieso genug Mana, deswegen. Die holen wir uns schnell raus. Dann können die anderen Runen ruhig sterben. So, jetzt kommt's zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Sachen öffnen. Und ihr seht, was ich gerade habe. Ich habe 21 Mystische, eine Licht und Dunkel und eine Legendäre. Ein 4-Sterne-Monster ist 100 Pro dabei. Ich hoffe ja endlich mal auf einen Net 5-Star. Und jetzt, ich hab ja gesagt, ich spare meine Gildenpunkte für diese legendäre Schriftrolle, weil ich das einmal mit euch in einem Video machen will und ich das noch nie hatte. Und jetzt spare ich als nächstes nur noch, also die kaufe ich mir jetzt nicht mehr, ich spare jetzt als nächstes nur noch auf Ifrit. Das heißt, bald werden wir dann irgendwann Ifrit haben, also alle Gildenpunkte gehen in den Ifrit rein und natürlich in dieses gemaxte Regenbogenmon. Das kann ja nur helfen bei neuen 6-Sterne-Monstern. Deswegen, ja. Falls ihr euch wundert oder sagt, du wolltest doch jetzt Ifrit kaufen, ich spare jetzt dafür. Ich wollte es ja nur für dieses eine Video jetzt machen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Mystischen an. So nach der Hälfte Light and Dark und dann zum Schluss Legendäre. Oh Gott, ich habe. Bitte. Bitte ein bisschen Glück, drückt mir die Daumen. Ihr wisst ja, ich habe nicht so viel Glück. Vielleicht eine Megan. Wobei, ich will die gar nicht mehr. Ihr habt Pech gehabt. Wenn ihr mich nicht will, dann will ich sie auch nicht. Egal, was bei rauskommt, immer neue 3-Sterne-Monster ist sehr, sehr gutes Food. Ich brauche dringend Food und vielleicht haben wir Glück. So, und vielleicht ist ja auch ein bisschen, wow, schon wieder eine mystische Hexe. Vielleicht ist ja auch ein bisschen Fusionsfutter dabei. Sieg. Fusionsfutter dabei, das kann ja auch nur helfen. Also ich werde... Ich hab die Blitze zu spät gesehen. Kitsune, Schwester von Arang. Nice, dass ich jetzt nicht zweimal Arang bekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob die gut ist oder schlecht ist. Ich denke eher so neutral. Eins der besten Feuermonster, das denke ich nicht. Vielleicht ist sie ganz okay. Die sieht sehr nice aus bei dem Typ, wobei die Runen sind jetzt nicht so die Runen. Oh nein, 3 Sterne plus 15, die Runen sind schlecht. Oh Gott, aber Ja, wieso nicht? Also ich glaube, da gibt's Schlimmeres. Das ist übrigens ein neues, cooles Feature. Man kann jetzt auf den Namen klicken von den neuen Leuten, die kommentiert haben. Und dann sieht man direkt das Monster. Das ist sehr, sehr nice. Kitsune... Ja, in Ordnung. Nicht das Beste, aber hat unsere Arang eine Schwester, wobei ich Feuermonster momentan nicht so brauche. Wir lassen das jetzt mal, ich pack das nach dem Video dann ins Lager. Mal sehen, ob wir weiterhin Glück haben. Direkt wieder Lightning. Was ist das?
Oh nein, Feuerpirat. Haben wir doch, oder? Haben wir Feuerpirat? Ja, wir haben Feuer. Wieso habe ich immer alle Monster doppelt? Wieso? Naja, es ist nicht so, das so tragisch. Immerhin zweimal Blitz. Ramagos erweckt. Banana hat heute auch einen Ramagos erweckt bekommen aus unserer Gilde. Von einer unbekannten Schriftrolle und nicht von einer mystischen, aber. Mal sehen, wie es weiterhin läuft. Vagabund. Kriegsmammut. Epicorn Priest. Wind. Sehr nice. Food für unsere Rina. Wobei, ich glaube, ich behalte die erstmal und setze das dann irgendwann Food für Chloe ein, wenn ich denn irgendwann mal eine bekommen sollte. Leit den Tag. Net 5 Star. Bitte, 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 bitte. Oder 4 Sterne Monster. Ich liebe alle Licht- und Dunkelheitsmonster, außer die man jetzt in Dungeons bekommt oder so eins, das ich schon habe. Das wäre hässlich. Bitte. Okay. Ein bisschen Glück. Wow. Wow. Also es gibt ja so Licht- und Dunkelheitsmonster, die sind, obwohl man es gar nicht sieht, ziemlich gut. Sagt mir mal, ob der Beast Hunter gut ist. Ich weiß es nicht, aber ich habe mir da Schöneres vorgestellt, aber ihr kennt ja mein Glück. Gucken wir uns den mal an. Was steht denn hier? Violent Focus. Walkers. Ich glaube, den habe ich sogar schon mal irgendwo gesehen, dass der gar nicht so schlecht ist. Keine Ahnung. Sagt mir mal, ob der gut ist oder ob der Crap ist. Crap, Crap. So, die kommen alle schön ins Lager und die auch. Dann machen wir mal weiter mit dem Mystischen und dann kommen wir zu der legendären ganz zum Schluss. Vielleicht haben wir ja Glück und haben nochmal Blitze. Nein. Nein. Bitte, bitte. Noch einmal bei diesen 7 Stück. Ich frage mich ja, wann wir endlich unser erstes Net 5. Wieso immer diese erweckten 3-Sterne-Monster, wenn wir unser erstes Net 5-Star bekommen? Vielleicht ja gleich bei der legendären. Nicht euer Ernst, oder? Jetzt, 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 jetzt. Ich schweige. Ich schweige. Ich schweige. Ich schweige und gucke in mein Lager. Und ihr schaut oben neben dem Wassersamurai. Wieso habe ich so viele 4-Sterne-Monster doppelt? Wenn er gleich ein erwecktes 3-Sterne, also ein 4-Sterne-Monster, aber normales net 3-Sterne-Monster rauskommt, dann bin ich traurig. Mystische Hexe Feuer, Megan will wieder nicht. Alles klar, drückt mir die Daumen jetzt. Jetzt kommt. Wow, das kostet 50.000. Holy. Okay. Mal sehen, ob wir Glück haben. Also, es wird hier sowieso ein 4-Sterne mal. Bitte, bitte, bitte. Net 5 Star, Net 5 Star. Net 5 Star. Dafür habe ich alle meine Gildenpunkte ausgegeben. Es ist wenigstens Fusion. Dann brauche ich den Typ nicht mehr. Gott sei Dank. Was will ich mit einem Windvampir? Dann brauche ich noch. Also ich habe sie. Ich habe sie. Dann fehlt mir nur noch. Wow, mir fehlt nur noch der Typ. Dann haben wir die alle. Das ist sehr nice. Also. Ja. Es gibt Schlimmeres. Um den Rest kümmere ich mich gleich. Also dann hier reinsetzen, da reinsetzen und entscheiden, was ins Lager kommt, was Food wird, was für Fusionen uns helfen kann. Und ja, genug von dem Mist. Wir machen jetzt unsere Bella. Das war sehr enttäuschend. Lucia, unsere letzten Worte.
Du hast uns sehr, 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 sehr lange geholfen. Vielen Dank. Du bist eine hübsche Fee, aber leider bist du irgendwann nicht mehr gut genug für uns. Es tut mir leid, Lucia. Du wirst immer in meinem Herzen bleiben. So. Bella? Willkommen als neues 6-Sterne-Monster in 3, 2, 1. Oh, sie ist ja sogar Max. Egal. Und, go. Ja, ich will. Wieso habe ich so Scheiße bekommen? Mann, das ärgert mich jetzt. Bella, nice. Hätte ich auch lassen können. So, wir haben jetzt eine 6-Sterne-Bella. Wieso klicke ich da drauf? Ich will sie hier sehen. Bella. Ich liebe Bella. Jetzt fehlen mir nur noch Runen auf Bella und dann bin ich zufrieden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr leidet ein bisschen mit mir wegen meinem Pech. Das darf nicht wahr sein. Dann bekomme ich... Es ist okay. Ich habe 4 Sterne bekommen in 21 Schriftrollen. Da habe ich schon mal Schlimmeres bei mir erlebt. Aber 2 davon habe ich schon. Und die andere ist die Schwester von Arang und auch wieder ein Feuer. Vielleicht ist sie ja ganz gut, aber nicht das, was ich gerade brauche. Ich hätte jetzt, ja, viel lieber so Shasun oder so Typen bekommen. So, ich brauche viel mehr Supporter, Heiler und so Kram und nicht Damage-Dealer und so. Aber naja, wenigstens haben wir diesen Typ als, wie heißt es, als Fusionsfutter bekommen. Das heißt, unser Ifrit wird gar nicht mehr so lange brauchen. Ich muss den noch erwecken und leveln. Ach, die müssen ja alle zu 5-Sterne-Monster werden. Die zwei, ich glaube, die habe ich schon gelevelt. Gucken wir ganz kurz. Sie ist sogar schon erweckt. Nice. Und sie ist noch nicht erweckt. Aber also die zwei, das geht relativ zügig, würde ich sagen. Dann brauchen wir nur noch dringend einen Dunkel-Yeti. Ich habe in den letzten Tagen nie ein Dunkel-Yeti-SD gesehen. Nie. Aber naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag beim nächsten Summoners War Video wieder. Wünscht mir Glück irgendwann für die nächsten Schriftrollen. Ich habe erstmal die Nase voll davon und spare wieder. Und naja, mal sehen, was demnächst dabei rauskommt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt mehr Glück als ich. Und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.